Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr Zeit findet und reinschaut. Hier dabei seid auf meinem Kanal himmlischebotschaften.de und zu diesem neuen allgemeinen Reading möchte ich euch recht herzlich begrüßen. Ja, das wird jetzt in deine Richtung gehen. Wie gestaltet sich hier die nächste Zeit für dich? Der Mai steht vor der Tür, der Vollmond, den hatten wir jetzt gerade. Jo, wollen wir mal gucken, was so die nächste Zeit auf dich zukommen könnte, was du dir vielleicht auch angucken darfst. Nochmal, um wirklich loszulassen, was dich da vielleicht noch unterbewusstseinsmäßig blockiert. Das arbeitet ja eher nicht bewusst. Also so, dass ich es mitkriege. Ich kriege es dann nur mit, wenn mich Personen in der Situation triggern und ich das ja bereits weiß, dass das mein Thema ist, was da gerade wieder hochspielt. Ja, wir werden sehen und wir schauen jetzt, was uns hier die lichtvolle geistige Welt mitteilen möchte. Ich bitte wie immer vorher den Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading. Und mögen hier die Karten fallen, die uns ja deine nächste Zukunft ein bisschen näher bringen. Ich habe in der Hand die Osho-Zen-Tarot-Karten. Ja, wir haben das Blühen, aufblühen, in ein neues Kapitel deines Lebens einsteigen, nicht mehr im alten Moder rumhängen, sondern jetzt wirklich was Neues machen, denn wir haben den Neuanfang auch hier, der Ansage ist. Und die Harmonie, in die wir sicherlich auch möchten, wir können das auch so machen. Also ist es vielleicht noch besser, um auch in unserer Mitte anzukommen, da von ausgehend zu handeln. Das wäre wichtig, mich nicht mehr einzusperren, auch nicht zu geizen, alles zusammenzuhalten oder nur an Besitztümern hängen, an Werten. Und mich auch nicht immer nur vergleichen mit irgendwelchen Leuten, sondern ich bin ich und ich habe meinen Weg und das sind meine Aufgaben und das sollten meine Visionen und Träume sein, die ich manifestiere, wo ich hin möchte, die mir wichtig sind, denn ich muss ja, sollte ja zumindest wissen, wo ich hin möchte, was ich mir vorstelle, was ich leben will, wie ich behandelt werden möchte. Und das alles zusammen, da gehört noch ganz viel anderes dazu, macht mich aus. Es sind Aufgaben auf diesem Weg, zu mir zu finden, in das Selbstvertrauen, die Selbstakzeptanz und in die Selbstfürsorge, ins Selbstbewusstsein und, schließlich und endlich in die Selbstliebe. Ja. Wir sind also wieder auf dem Weg, aber das ist ja normal, dafür sind wir ja da, ne? Und wir sind ja in der Schule des Lebens und da kommen halt die Aufgaben. Und wenn ich dann gewisse Prüfungen nicht bestanden habe, darf ich wiederholen. Ist auch so. Gut. Hier ist die Intensität, die aber jetzt auch dahinter steht. Und ja, das kriege ich auch ganz bewusst mit oder habe es bis jetzt mitgekriegt in den letzten 3 Monaten. Da war noch mal ganz, ganz tief etwas, was hochkam. 2 Themen, die relativ schnell rausgingen. Ja, bei dem dritten hatte ich ein bisschen ein leichtes Problem. Aber das hat sich jetzt auch von ganz alleine aufgelöst. Das war super. Ich bin wirklich ins Vertrauen gegangen. Und das löste sich auf so angenehme Art und Weise auf, wie ich das eigentlich nie gedacht hätte. Nein, wie ich das nicht gedacht hätte, eigentlich nicht. Aber ich habe es tatsächlich nicht so angenommen. Es war toll. Ich bin dankbar. Ich bin demütig über wirklich das, was da in Auflösung war. Ja, also wir starten hier und ihr auch hoffentlich in ein neues Zeitalter und
Dazu gehört der Weg, die Aufgaben, die da kommen, die Prüfungen, wenn man das denn alles so nennen will. Und ja, ob es immer so Karma ist, es sind meine Aussendungen, es ist mein Unterbewusstsein, was in mir arbeitet. Ich sende aus, das ist mein Innenleben, mein Unterbewusstsein, meine Festplatte, die da abdudelt und abspielt. Und ja, ob ich das so weiterhin mitmachen möchte, da muss ich halt hingucken, ist so. Gut, nichtsdestotrotz, es geht in andere Zeiten, das ist jetzt Thema und du kannst hier einen Neuanfang starten, wenn du in deiner Mitte ankommst, aus der Mitte heraus handelst, in die Harmonie, ins Blühen, in den Neuanfang und diesen ganzen alten Mist dann hinter sich lassend. Ja, das ist noch Glaubenssatz, Verhaltensweise, Muster, vielfach, die mir vorgelebt worden sind, die ich angenommen habe. Kann auch mein Glaubenssatz sein, den ich mir angewöhnt habe. Da darf jeder selbst hingucken. Sind da auch Themen, die im Online-Webinar Selbstliebe stattfinden werden. Hier nochmal, wer sich zum kostenlosen Zoom-Meeting anmelden möchte, da werde ich nochmal ein bisschen eingehen auf das Webinar. Am 28.04. um 20.30 Uhr sollte mir eine kurze Mail auf meine Internetadresse schreiben, christel-24@t-online.de. Ja, der kann dann kostenlos an der Vorstellung dieses Webinars teilnehmen. Ja, das heißt hier, wir sind jetzt wieder hier, dass ich in die Selbstreflexion gehe, mir die Spiegelungen angucke. Wir sind ja hier im Spiegelkabinett und hier für mich gewisse Dinge erkenne, den Ausweg aus gewissen Situationen finde, denn es gibt immer nur Lösungen und keine Probleme. Aber wie ich aussende, bekomme ich sicherlich auch zurück. Das werde ich dann, wenn ich mich angucke, auch erkennen. Und das ist sicherlich, Entschuldigung, auch der Weg, dass ich hier unterstützt werde von oben, mir das Ganze anzugucken, um hier in meine Selbstliebe zu kommen, in meine Selbstakzeptanz, vor allen Dingen in meine Selbstheilung. Ja, und nur dann bin ich auch in meiner Mitte, dann kann ich der Schöpfer sein meines Lebens, bin in der Harmonie mit mir selbst und wachse und blühe und freue mich des Lebens. Gut, wir haben hoffentlich noch ein paar Karten. Mal gucken. Also ich möchte euch jetzt nicht belehren. Nein, das ist nicht meine Art. Aber es ist auch mein Weg. Nicht nur, weil ich Psychotherapeutin bin. Nein, ich habe das Ganze auch erlebt und sonst würde ich es euch nicht so erzählen, wie ich es euch erzähle, dann ist es meine Wahrheit und Weisheit. Ja, ja, heißt es hingucken. Hingucken, aussteigen, darauf achten, nicht immer zu, nein, das ist, dafür ist das Leben auch nicht da, dass ich mich immer zu unter Kontrolle habe. Damit ich bloß nichts verpasse, um irgendwas bei mir zu verändern. Nee, das Leben will auch gelebt werden. Aber nur so komme ich in die Kursveränderung und raus aus dem Labyrinth und rein in die Wunderlampe. Ja, deshalb heißt es schon, ich sollte aufräumen, Struktur bilden. Da gehört auch Disziplin dazu, das ist generell so. Und ja, manchmal ist man dann sehr bei sich, wirkt vielleicht abwehrend, aber das ist nicht so, wenn man dann in der Leere ist, da bildet sich manchmal ganz viel in dieser Leere. Man erkennt vor allen Dingen sehr viel. Ja, ganze Menge, aber das sind alles Themen, die dazugehören. Das ist auch so. So, mal ein bisschen aufschieben. Also, die nächsten 4 Wochen sind wieder Wachstum.
Altes loslassen, diese ganzen Musterverhaltensweisen, Glaubenssätze und mich mit irgendwelchen anderen Leuten vergleichen. Ich müsste ja, was mein Nachbar hat oder meine Freundin oder wie auch immer. Gut, das muss ich aber für mich selbst entscheiden, weil da bin ich drin eingesperrt. Da sperre ich mich selbst mit ein. Ich setze mir selber Begrenzungen, Grenzen. Daraus sollte ich aussteigen. Wenn ich hier blühen will, wenn ich in meine Harmonie möchte, den Neuanfang, um auch in meiner Mitte und handlungsfähig zu sein. Mich selber sowieso zu lieben, das gehört da auch dazu. Und das untere sagt nichts anderes, aussteigen aus diesen Sackgassen, wo man immer nicht rauskommt, mich angucken, mich reflektieren, zu gucken, was wird da wieder in mir getriggert, was ist es wieder oder was habe ich ausgesät, was jetzt wieder zurückkommt. Dann kann Heilung geschehen. Klar, man achtet dann durchaus mal auf die Details, wenn man auf dem Weg ist. Immerzu muss ich das nicht, aber dann komme ich in die Kursveränderung, habe Struktur gebildet, war diszipliniert, bin das vielleicht jetzt immer noch, um auch weiterzukommen für mich selbst, um schließlich und endlich in meinem Leben, in meinen Wünschen und Bedürfnissen, die ich mir zum größten Teil eh nur selbst geben kann, die Liebe sowieso, anzukommen. So, die Sanssouci-Cards von Nadine Breitenstein. Ja, ich bin da dann dahingehend unterwegs, dass ich also hier auch auf mich zukommen lassen sollte und nicht in meine Aktion gehen muss und alles vorantreiben sollte. Nein, wir wollen hier miteinander reden. Es gibt vielleicht durchaus Kompromissbereitschaft, je nachdem, was kommt. Und da drückt man dann vielleicht auch mal ein Auge zu, um hier schließlich und endlich ja auch einen goldenen Mittelweg zu finden, um weitergehen zu können. Und das ist sicherlich dann auch mit anderen so. Egal, ob das jetzt mein Schatz ist oder bei der Arbeit, bei meinen Eltern oder mit einer Freundin. Ja, darum ist es wichtig, dass hier kommt es nochmal, das Alte aufzulösen ist mit den Geistern der Vergangenheit, damit wir da nicht immer drin hängen bleiben. Denn du möchtest doch auch ankommen in der Ruhe, in deiner Privatsphäre, in deinem Heimathafen, in diesem Rückzugsort, um hier auch mal tief durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen, die Pause, die Zeit hier zu genießen. Ja, du kannst hier mit Nachrichten rechnen. Also wenn du hier auf irgendetwas wartest, dann wird da sicherlich auch Nachricht kommen, Kommunikation und es geht dann auch weiter. Das ist so. Wir haben hier jemanden, der dich vielleicht beschäftigt, der ein bisschen Schneckentempo ist. Vielleicht bist du das auch und gehst nicht ganz so schnell weiter, du wirst es wissen. Aber in dem Fall ist es hier letztendlich gesehen eine Geduldskarte, ja, das darf ich auch haben, Geduld, Mitgefühl, die Liebe für mich selbst, für diesen Prozess, für diesen Weg. Aber auch der andere hat seinen Weg und braucht auch seine Zeit. Und das kann dann manchmal wirken, der kommt nicht weiter, sondern ist da im Schneckentempo unterwegs. Vielleicht braucht er auch noch bis zum Herbst, aber ich hoffe nicht. Wenn es hier tatsächlich bei euch um einen Seelenpartner geht, dann sollte ich bei mir bleiben, für mich weitergehen. Hier sind genügend Aufgaben. Das ist so. Und in dem Fall ist es schließlich und endlich so, dass hier Wachstum Ansage ist. Dafür sind wir hier.
Denn wir sollen in die Heilung unserer Herzen. Die Karte fällt auch. Dich selber zu lieben, das auszusenden. Und dann kriege ich sicherlich auch die Liebe zurück. Denn das ist die Lernaufgabe. Und es ist nicht immer alles Karma. Nein, wie gesagt, ich sende auch eine ganze Menge aus. Sollte mir klar werden. Und darum bin ich dann auch im Transformationsprozess. Fühle mich da noch so ein bisschen gefangen, wie dieser Schmetterling in dem Glashaus. Aber wir sind hier schon auf einem guten Weg und es wird hier einen positiven Abschluss geben. Das sagt diese Karte auch bereits aus. Da ist auch das Traumschloss, da ist die Stabilität, Sicherheit, das feste Fundament. Und da soll es auch hingehen, in die Stabilität für mich selbst. Ja, schöne Karten. Das ist der Weg, ziemlich offensichtlich. Jeder braucht seine Zeit. Ich möchte jetzt kurz mit den Engelkarten die lichte Kraft der Engel von Jane Roland und Petra Arndt nochmal Botschaften seitens der Engel für dich herausholen. Ja, Elohim, Arcturus und Diana, Vollkommenheit. Gut, okay, das passt dazu. Wir haben ja auch das violette Licht. Erzeuge vollkommene Bilder und Visionen. Halte diese ins Licht deines Herzens. Das Feuer der Wandlung reinigt und leuchtet und durchdringt alles Sein. Das ist die violette reinigende Flamme, die alles reinigt. Das kann ich regelmäßig durchführen. Da sollte ich die lichtvollen Engel des violetten reinigenden Strahls bitten. Der violetten reinigenden Flamme ist der Erzengel, der dazu gehört, ist Zadkiel. Und den darf ich auch bitten, wenn ich das möchte. Dass also in mir da ganz viel Altes noch aufgelöst wird, verbrannt wird. Ihr findet sowas auch als Meditation auf meinem anderen YouTube-Kanal, Befreie dich, erwache in dir. Da ist auch so eine Seelenreise drin, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich. Da kann man das auch mitmachen. Seraphin Kamael. Ja, ja gut. Lasse nun Altes los. Und du bist ihm entwachsen, diesem Alten. Du bist größer geworden. Du kannst das Alte, als du noch nicht für dich alleine denken, handeln, tun konntest, hier generell noch nicht so ganz loslassen. Aber du solltest diese alte Haut jetzt abstreifen. Sie ist zu eng geworden. Wie der Schmetterling solltest du dich jetzt entfalten und das sein, was du bist. Lebe deine Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Schenke sie dieser Welt. Ja, es passt. Elohim, Cassiopeia und Minerva. Ja, lasse das Licht in deinem Herzen wie eine Sonne sein. Goldgelb strahlt es über Raum und Zeit. Von der Mitte der Sonne aus kannst du das Licht in alles strahlen lassen und alles, was in deinem Leben segenvoll ist, berühren. Das ist Energie, Energie pur. Und wenn ich dieses Licht in mir fühle, das mache ich auch recht regelmäßig,
dann sende ich das aus. Dann sende ich das durch mein Haus, dann sende ich durch die Umgebung und ich sende es einmal um den ganzen Erdball zu allem, was ist und der es gerade gebrauchen kann, haben möchte, wo sich etwas lösen darf. Das darf jeder für sich tun. Dieses Gotteslicht, diese Erleuchtung, dieses goldfarbene Licht, was jetzt hier leuchtet, da auch bei dem Schöpfer, wo ich dann auch für diese Gemeinschaft ganz viel aussende, wenn es überall hingeht und die es annehmen wollen, die offen dafür sind. Darauf sollte ich achten. Ja, da gilt es hinzukommen, in seine Mitte. Nicht mehr im Außen, nicht mehr nur im Außen fokussiert, was tun andere, was denken andere, was überlegen andere, was haben andere. Da bin ich zu viel im Außen, was sagt noch unsere Bundesregierung? Ja, sondern viel eher, was will ich? Wo will ich hin? Was möchte ich? Denn ich kann mich hier nur leben und zu meinem Glück kommen, zu meiner Zufriedenheit, in meine Selbstliebe. Jo, im Endeffekt, das, was ich euch sowieso schon immer sage in Einlegung, Wachstum hoch 3, in die Liebe kommen, das ist jetzt der Weg, diese Liebe in mir zu fühlen und sie zu leben. Und das wünsche ich euch jetzt. Einen wunderschönen Donnerstag. Alles Liebe, alles Gute. Vielleicht hören wir uns nochmal. Bis dann. Bye, bye.